Trotz der positiven Aspekte der industriellen Revolution haben die Produktionsprozesse in den Fabriken, die Entwicklung des Transportwesens, die Verwendung von Kraftstoffen und die Verbrennung von fossilen Brennstoffen die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre erhöht, die Kohlenstoffzyklus verändert, was den anthropogenen Treibhauseffekt produziert und sehr gesundheitsschädliche Gase, die Luftverschmutzung produziert. Treibhauseffekt. Der natürliche Treibhauseffekt tritt auf, wenn die Sonne kurze Wellen emittiert. Diese Wellen durchdringen die Atmosphäre und erwärmen die Erde. Die Erde emittiert langwellige Wärmestrahlung. Ein Teil wird wieder raus und der andere Teil wird von der Wasserdampf und die Treibhausgase absorbiert und wieder zurück an die Erde reflektiert und sichert ein stabiles Klima mit einer Mitteltemperatur 15 Grad Celsius. Aber wenn die Menge von Kohlenstoffdioxid in der Luft ansteigt, dann wird immer mehr Wärme in der Erdatmosphäre zurückgehalten. Und das macht, dass es immer wärmer wird. Das heißt, das anthropogene Treibhauseffekt. Der anthropogene Treibhauseffekt tritt auf wie der natürliche Treibhauseffekt, aber es wird weniger Wärmeenergie ins Weltall rausgestrahlt und mehr an die Erde zurückreflektiert, weil die Konzentration von klimawirksamen Gasen durch die Aktivitäten von Menschen steigen. Das erzeugt den Klimawandel durch globale Erwärmung. Die Folgen, dass dieser Treibhauseffekt verursacht, sind Eisschmelze, Meeresspiegelanstieg, Verschiebung von Klimazonen, Vegetationszonen und Lebensräume, stärkere oder häufigere Waldbrände und häufigere Wetterextreme. Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Kohlendioxid ist ein wichtiges Gas in der Erdatmosphäre, das etwa 0,04% der Atmosphäre ausmacht. Es ist ein Treibhausgas, das dafür verantwortlich ist, dass die Durchschnittstemperatur der Erde für die Entwicklung von Leben geeignet ist. Ohne dieses Gas würde die Erde viel niedrigere Temperaturen haben, aber ein Überschuss davon würde einen Effekt der globalen Erwärmung verursacht, also ein Temperaturanstieg. Die Konzentration von Kohlendioxid heutzutage ist die höchste in den letzten Jahren. Das ist relevant, weil es bedeutet, dass sich die Konzentration dieses Gases, der die globale Erwärmung produziert, wächst und im Moment sind wir weit davon entfernt, dass sie abnimmt. Die aktuelle Episode der globalen Erwärmung wird auf den zunehmenden Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen in die Erdatmosphäre durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und die Entwandlung, die von Menschen verursacht wird. Die durchschnittliche jährliche globale Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre ist seit Beginn der industriellen Revolution um mehr als 40% gestiegen. Kohlendioxid ist ein Bestandteil des Kohlenstoffzyklus, bei dem Kohlenstoff zwischen vier Kohlenstoffspeicher, Hydrosphäre, Atmosphäre, Biosphäre und Lithosphäre, ein ständiger Austausch gibt. Kohlenstoffzyklus. Kohlendioxid wird aus Pflanzen durch die Photosynthese aufgenommen und diese produzieren Sauerstoff. Diese Pflanzen sind nicht nur Pflanzen, die auf der Erde leben, sondern auch Wasserpflanzen, Algen und Phytoplankton. Der Sauerstoff wird von den Lebewesen, die nicht Pflanzen sind, veratmet. Und die Abgabe von CO2 in die Atmosphäre kann auch durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen sein, Emissionen von Autos, Industrie und Kraftwerke. Die fossilen Brennstoffe haben Kohlenstoff aus Resten von Pflanzen und Tieren, die vor vielen Jahren existiert haben. Dieser Kohlenstoff wurde unter der Erde gespeichert und hat sich in Erdöl, Erdgas und Kohle
verwandelt. Deshalb, wenn wir diese Brennstoffe verbrennen, wird Kohlenstoff, der vor vielen Jahren auf der Atmosphäre aufgenommen wurde, in Form von Kohlendioxid in unsere aktuelle Atmosphäre frei. Also, es wird Kohlenstoff aus der Vergangenheit in die aktuelle Atmosphäre freigelassen. Alles das führt zu einer höheren Kohlendioxidkonzentration und ein verstärktes Treibhauseffekt, die vor der industriellen Revolution nicht passiert hat. Luftverschmutzung und Gesundheitsschäden. Reine Luft besteht überwiegend aus Stickstoff und Sauerstoff. Hinzu kommen Argon, Kohlendioxid und einige andere Spurengase. Als Luftverschmutzung wird die Abweichung der Luftzusammensetzung von ihren natürlichen Werten durch die Emission potenzieller Schadstoffe bezeichnet. Luftverschmutzung ist überwiegend menschlichen Ursprungs. Die Ursachen sind hauptsächlich auf folgende Sektoren zurückzuführen: Industrie, dazu zählen auch Kohlekraftwerke, Verkehr, Autos, Luft- und Schifffahrt, Landwirtschaft, chemische Düngung und Pestizide und private Haushalte, Kochen, Heizung und Beleuchtung. Durch Verbrennungs- und andere unvollständige Stoffumwandlungsprozesse entstehen verschiedene Schadstoffe, die in die Luft abgegeben werden, wie Staub oder Rauch, und über die Atemluft sich hingegen in der Lunge absetzen. Diese emittierten Substanzen sind primäre Schadstoffe. Durch Wind, Wärme und Sonneneinstrahlung kommt es in der Luft zu einem chemischen Prozess. Die Primärstoffe vermischen sich und reagieren miteinander. Auf diese Weise entstehen Sekundärluftschadstoffe wie Feinstaub und Ozon. Ozon ist in höheren Konzentrationen toxisch und reißt die Atemwege. Feinstaubpartikel können aller Wahrscheinlichkeit nach Krebs verursachen. Der Grund ist, dass die Partikel sind teilweise so klein, dass sie über die Lungenblechen in den Blutkreislauf gelangen. Auf diese Weise erreichen sie unsere Körperzellen, wo sie unkontrollierte Reaktionen auslösen können. Große Schadstoffpartikel wie Rauch setzen sich hingegen in der Lunge ab. Zu den gesundheitlichen Folgen von Luftverschmutzung zählen Atemwegserkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs. Luftverschmutzung hat starke Auswirkungen auf die Umwelt. Beeinträchtigt dreckige Luft selbstverständlich die Tier- und Pflanzenwelt, die ebenso wie wir Menschen auf frische Luft angewiesen sind. Darüber hinaus sind bestimmte Luftschadstoffe wie Kohlenstoffdioxid und Methan am Klimawandel beteiligt und Smog und sauren Regen verursachen.